So, herzlich willkommen bei der vierten Ausgabe der Watch Academy. Eine leichte Verzögerung von ein paar Minuten, aber jetzt sind wir live on air und wir werden die Zeit wieder einholen. Heute als Gäste haben wir einerseits liebe Frau Magistra Simacek vom gleichnamigen Unternehmen, die Geschäftsführerin, und den lieben Sebastian Kurz, seines Zeichen Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres. Letztes Mal über das Thema Arbeitsmodelle der Zukunft, heute sprechen wir über Leadership. Leadership bedeutet ja nichts anderes als Führung. Nur die Harvard Business School hat das ein bisschen anders definiert neulich in einer ihrer Ausgaben, dass man wiederum unterscheiden muss zwischen Leadership und Management, dass Manager oftmals planen, organisieren, operativ tätig sind und dass ein Leader de facto mehr das Visionäre verfolgen muss, seine Mitarbeiter oder die Menschen, die er an der Hand hat, führen muss und zeigen muss, was der richtige Weg auch ist. Jetzt ist es spannend am heutigen Tag und ich begrüße Sie, Frau Simacek und lieber Sebastian. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, hallo, grüß Gott. Das, was mich hier brennend interessiert, und deshalb habe ich mich extrem auf den heutigen Tag gefreut, ist, dass wir einerseits die Politik vertreten haben und andererseits die Privatwirtschaft. Und es ist auch gleich die erste Frage an Sie, Frau Simacek, gerichtet. Welche Unterschiede sehen Sie als die Rolle aus der Privatwirtschaft, die Leadership innehat, wenn ich das vergleichen müsste jetzt mit der Politik? Sind das komplett unterschiedliche Welten aus der Sicht des Leaderships oder gibt es doch mehr Gemeinsamkeiten, als man annehmen könnte? Ja, na, also ich denke, da gibt es absolute Gemeinsamkeiten, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft, weil ich denke, dass Manager, CEOs, Vorstände, Führungspersönlichkeiten Mitarbeiter motivieren müssen und inspirieren. Das heißt, dass es absolut auch in der Wirtschaft gegeben. Ich höre da jetzt Geräusche. Aber mich hören Sie. Ja, sehr. Es kann gut sein, dass es eine Rückkopplung ist. Ja, das denke ich auch. Das ist eine Rückkopplung. Das haben wir gleich. Eine Ja. Verbindung. Und zu unten schauen, dass Sie das leise drehen. Genau. So, dann. Ich werde da das nur kurz etwas leiser machen, weil ich bin in der Moderationskabine im Bundesministerium, wie man das Ganze erkennen kann. Und ich glaube, das ist der Ton für die Dolmetscherkabine. So, dann. Jetzt sollte es aber besser sein. Ja, jetzt glaube ich, ist es perfekt. Gut, passt. Also ich denke, Leadership ist absolut damit verbunden, dass man die Leute inspiriert und begeistert mit ins Boot holt. Und gerade in der Politik, als auch in der Wirtschaft, ist das sicher notwendig. Der Partei oder einer Bewegung oder eben in der Firma wie bei uns, bei Simacek, dass ich meine Ideen mit Überzeugung vertrete und nach außen bringe und eben alle ins Boot hole. Also denke ich, das in beiden Bereichen gleich wichtig. Beiden Bereichen gleich wichtig. Dann werde ich gleich Sebastian fragen, wie siehst du das aus der Sicht der Politik? Also ich glaube, dass es natürlich Unterschiede gibt, aber wahrscheinlich auch viele Gemeinsamkeiten. Ein großer Unterschied im Bereich der Politik oder auch bei NGOs ist, dass wir natürlich sehr viel mit Ehrenamtlichen arbeiten. Also in einem Ministerium als Minister hat man natürlich mit einer Beamtenschaft und mit Mitarbeiterinnen und mit Mitarbeitern zu arbeiten, die dafür bezahlt werden. Aber wenn man zum Beispiel eine politische Partei oder eine Jugendorganisation führt, dann ist die Masse der Mitglieder, die Masse derer, mit denen man gemeinsam aktiv ist, da freiwillig und ehrenamtlich unterwegs. Und das ist natürlich ganz etwas anderes. Da geht es noch wesentlich mehr darum, glaube ich, Personen zu motivieren. Da gibt es natürlich auch eine andere Art und Weise, Kritik auch auszusprechen, als das und eine andere Notwendigkeit auch zur Einbindung, als das in Strukturen ist, wo ausschließlich hauptamtliche Mitarbeiter tätig sind. Das ist ganz interessant, weil gerade Kritik angesprochen worden ist, Frau Simacek. Wie geht man dann persönlich dann in dieser Rolle mit Kritik um? Ist man überhaupt kritikfähig? Lässt man das zu, nur bis zu einem bestimmten Grad? Oder wie sammelt man diese Kritik und wie geht man dann damit um? Also kritikfähig zu sein ist eine absolute Notwendigkeit. Die Frage ist, wie oft kriegt man ehrliche Kritik, wenn man in einer Position ist, in einer Führungskraft oder eben ganz oben als Vorstand tätig? Wie viele Menschen begegnen einem da wirklich mit ehrlicher und offener Kritik und trauen sie sich das überhaupt?
Deswegen finde ich es absolut notwendig, dass man eine Besprechungskultur einführt und eine Meetingkultur, wo man das effektiv zulässt und auch immer wieder nachfragt. Ja, weil ich denke, es gibt in einem Unternehmen auch sehr oft Maßnahmen, die sind nicht immer angenehm. Und da reagieren die Mitarbeiter natürlich drauf und viele akzeptieren dann etwas, eine Weisung oder eine Notwendigkeit, die man umsetzen muss, verstehen aber vielleicht dann nicht gleich so den Hintergrund, warum man manche Dinge einfach tun muss, ja, und geben das auch nicht gleich in einem offenen Feedback zurück. Und ich denke mir, dass wir da aktiv schauen müssen oder wir unseren Führungskräften erklären, die Selbstverantwortung in der Führung ist absolut wichtig und notwendig. Man muss immer hineinhören ins Team. Wie geht es den Leuten gerade im Moment, wie ist die Stimmung? Und durch regelmäßige Meetings und auch informelle Räumlichkeiten, die wir da zur Verfügung stellen und vielleicht nicht zu einem ganz formellen Meeting, wo operative Dinge des Tagesgeschäftes besprochen werden, sondern so informelle Meetings, die auch ein bisschen locker gehandhabt werden, wo wirklich jeder einfach sagen kann, was einem abgeht, was er gerne hätte, was er nicht versteht. Und so kann man dann relativ schnell auf gewisse Ströme, die nicht gerade angenehm sind oder Kritik eingehen und die auch ausräumen, sage ich jetzt einmal. Probleme ausräumen und schnell aus dem Weg schaffen. Mhm. Wie siehst du das, Sebastian, als Person öffentlichen Interesses und du hast ja mehr als nur die Person zu vertreten in dem Fall. Wie kann man als Bundesminister für Äußeres eben auch neben Europa und Integration mit dieser Kritik umgehen? Und inwieweit kann man seine persönliche Meinung hiermit einfließen lassen, beziehungsweise muss sehr diplomatisch, politisch agieren? Also die persönliche Meinung und das, wofür man steht, kann man als Politiker sehr stark mit einfließen lassen. Das ist ja das Schöne an der Politik, dass das eine Branche ist, in der man sehr viel an Gestaltungsmöglichkeiten hat. Was die Kritikfähigkeit betrifft, glaube ich, ist das immer eine besondere Herausforderung, wenn man Politiker ist, weil man natürlich in einem überaus starken Ausmaß kritisiert wird. Das heißt, man ist meistens wesentlich mehr Kritik ausgesetzt, als man das vielleicht sich wünschen würde. Und ich glaube, die große Herausforderung ist aber da nicht, eine so dicke Haut zu bekommen, dass man gar nichts mehr an einen heranlässt, sondern sich gut zu überlegen, von wem man Kritik annimmt und von wem eben nicht. Man hat als Politiker politische Gegner oder auch andere Parteien, die einen oft einmal kritisieren, unabhängig davon, ob sie es ernst meinen oder nicht, einfach nur aus bloßer Taktik heraus. Und man hat gleichzeitig mediale Kritik, wo man, wenn man die allzu ernst nimmt, gefährdet ist, dann nur noch das zu tun, was gut ankommt, unabhängig davon, ob man es persönlich für richtig erachtet oder nicht. Und insofern ist mein Zugang, dass ich versuche, das zu tun, was ich für richtig erachte, dass wir als Team uns unsere Dinge überlegen, durchbesprechen, hinterfragen, aber dann durchaus auch entschlossen vertreten. Und ich habe ganz bewusst einen Kreis um mich an Personen, von denen ich auch stetig Kritik und Feedback einfordere. Und das nehme ich sehr ernst. Aber ich versuche meine Politik weder nach medialer Kritik oder nach Meinungsumfragen auszurichten, weil ich glaube, wenn man damit einmal beginnt, dann ist es meistens schon verloren. Und es ist auch gut so, dass man da doch eine Barriere aufbauen kann, Gott sei Dank. Jetzt ist es ja bei beiden der Fall. Beim einen sind es Vertretungen im Ausland, bei der anderen sind es Niederlassungen in Osteuropa. Wir haben ja vorhin gesagt, Kritik und Face-to-Face kann man sich doch relativ rasch damit auseinandersetzen und das Kommunizieren an seine Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen. Wie macht man das aber, wenn man Vertretungen und Niederlassungen im Ausland hat für Simacek? Wie kann man da an de facto doch einigen hundert und tausend Mitarbeitern, die nicht Face-to-Face kommunizieren können, etwas vermitteln, was dann doch schwieriger sein kann in der Kommunikation? Ja, das ist eine große Herausforderung natürlich, aber wir sind ein Unternehmen, wir haben jetzt 7000 Mitarbeiter in Österreich, Deutschland und in Osteuropa und wir haben in unserem Vorstand eine ganz konkrete Aufgabenteilung. Also wir sind ein Dreiervorstand, da gibt es einen CEO, das bin ich, einen CFO, einen Finanzgeschäftsführer und einen COO. Und wir haben natürlich eine Aufteilung für die verschiedenen Länder und jeder, also das Wichtigste ist eine klare Kompetenzverteilung und eine Aufgabenverteilung. Und
dann jeder in seinem Team seine Führungskräfte zu haben, die dann wirklich operativ eingebunden sind und das, was uns wichtig ist, dann mit den Mitarbeitern auch vor Ort zu besprechen. Also ganz eine klare Besprechungskultur, eine Meetingkultur und die Führungskräfte, die unmittelbar unter dem Vorstand sind, mit denen hat man natürlich einen regen Austausch. Da gibt es auch regelmäßige Besprechungen. Und dann haben wir natürlich auch unsere Touren durch die Länder, wo wir dann wirklich mit den Mitarbeitern vor Ort Teammeetings haben und auch Abendessen, Veranstaltungen, wo wir einfach wirklich uns austauschen, auch die Kunden vor Ort besuchen und so quasi die Kommunikation immer am Laufen haben. Und so können auch die Mitarbeiter in Rumänien, in Bukarest zum Beispiel, die Vorstände aus Wien kennenlernen und die Führungskräfte aus Wien, und wir die besuchen uns auch in Wien in der Zentrale. Also das heißt, es gibt gewisse Meetings, die stattfinden alle 3 Monate, einmal in Bukarest, einmal in Cluj, dann wieder in Wien, und da kommt es zu einem regen Austausch zwischen den Mitarbeitern. Und ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass jeder sich, also die Führungskräfte auf gleichen, also zum Beispiel die Personalabteilung in Wien, auch die Personalabteilung in Rumänien kennt und die auch einen regen Austausch miteinander pflegen und dann auch die Kommunikation über die wichtigen Themen laufend miteinander erörtern. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich das jetzt umlegen müsste auf die Politik, Sebastian, CEO, COO, CFO, das gibt es ja bei dir in dem Fall so nicht. Und es gibt auch Vertretungen weltweit. Wie sieht das bei dir aus mit der Kommunikation? Naja, es gibt bei uns natürlich schon auch eine Struktur, die in gewisser Weise mit einer Struktur in einem Unternehmen vergleichbar ist. Die Funktionen heißen anders. Aber es gibt bei uns im Ministerium einen Minister, einen als politischen Chef des Hauses. Es gibt einen Generalsekretär im Außenministerium, das ist unser oberster Beamter. Wir haben insgesamt 8 Sektionen, also 8 Sektionsleiter, die für die unterschiedlichsten Bereiche zuständig sind, von der Politik angefangen über die Kultur bis hin zum Beispiel zur Integration oder zur konsularischen Arbeit. Und wir haben mit unseren Botschafterinnen und Botschaftern im Ausland Teamleiter, die dort selbstständig auch ihre Teams leiten. Und die Besonderheit des Außenministeriums ist, dass wir ein Rotationsprinzip haben. Das heißt, nach einem Job im Ausland kann maximal ein zweiter Job im Ausland folgen. 4 Jahre ist man im Normalfall an einem Posten und nach 8 Jahren im Ausland geht es wieder für zumindest 4 Jahre in die Zentrale hier in Wien zurück. Das heißt, unsere Mitarbeiter müssen sehr flexibel sein. Sie sind in einer ständigen Rotation, aber das führt natürlich auch dazu, dass es eine ständige Bewegung gibt, dass niemand auch auf Dauer von der Zentrale entfernt ist, sondern nachdem er eine Zeit lang draußen war, auch wieder zurückkehrt in die Zentrale. Verlassen wir mal diese Kommunikation auf diesem Level und gehen rein in ein Thema, was sehr interessant und immer relevanter geworden ist in den letzten Jahren, wenn wir über die Generation Y oder Z jetzt auch schon sprechen, nämlich das Thema Soft Skills. Ich persönlich glaube nicht, dass es früher Generationen jetzt meiner Eltern oder Großeltern das Soft Skills überhaupt keine Rolle gespielt haben, aber wir reden viel aktiver darüber auch, neben den Hard Skills. Welche Soft Skills sind bei Konfliktlösungen, weil wir Kritik auch gehabt haben und grundsätzlich Konflikte, die tagtäglich entstehen können, als Führungspersönlichkeiten, welche Soft Skills sind da unerlässlich, wenn man eben den Umgang mit Menschen jeden Tag pflegt? Frau Semacek. Ja, also ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, die soziale Kompetenz zu haben, auch wirklich zuhören zu können, sich hineinzufühlen in die Mitarbeiter, das Gegenüber zu verstehen, was meint er überhaupt, also wirklich eingehen können und das Gespür haben, was passiert da gerade und wie kann man gerade mit Kritik, Kritik ist ein Thema, welche Führungskraft kriegt gerne Kritik, aber die so zu nehmen und anzunehmen, dass es eine konstruktive Geschichte werden kann, so dass man wirklich sagt, okay, da lernen wir alle daraus und ich lasse es auch zu. Also die Kritikkultur, die Fehlerkultur zuzulassen, ist ganz, ganz wichtig, im Rahmen der sozialen Kompetenz natürlich. Dann, man muss entscheidungsfreudig sein. Ich glaube, das Wesentliche ist, es ist nicht immer angenehm, Entscheidungen zu treffen und sind aber absolut notwendig. Und das ist auch meistens ein Thema der Führungskraft. Irgendwer muss dann als letztes die Entscheidung treffen.
Man muss überzeugen können. Man muss das Team, seine Mitarbeiter von Themen überzeugen können, wie setzen wir das um, warum setzen wir das um. Nur so kann man quasi das ganze Team dazu motivieren, an einem Strang zu ziehen. Also ich denke mal, Überzeugungsarbeit ist wichtig, Entscheidungsfreudigkeit und die soziale Kompetenz, das Hinhören, ganz wesentlicher Faktor. Wie sieht es bei dir aus, Sebastian? Was ist alles gesagt. In dem Fall nur zustimmen. Nur Zustimmung. Sehr diplomatisch. Ja. Ich würde gerne eine Frage aufschnappen, die über einen User reingekommen ist. Die richtet sich an den Sebastian. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon öfter, grundsätzlich in den Medien. Jüngster Minister aller Zeiten. Die Frage ist, wie hast du dir den Respekt erarbeiten können, beziehungsweise musstest du den überhaupt erarbeiten? Also, ich glaube, der Einstieg im Außenministerium war ein wesentlich leichterer als damals der Einstieg als Staatssekretär für Integration. Das war sicherlich für mich die größte Herausforderung bisher, mit 24 Staatssekretär im Innenministerium zu werden, mit einer sehr massiven Medienkampagne auch gegen das Amt als solches, aber auch gegen meine Person und sicherlich auch mit sehr, sehr viel, formulieren wir es mal positiv, Zurückhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, beziehungsweise einfach mit einer generellen Grundskepsis. Und das war ein wirklich schwieriger Einstieg, aber der Punkt ist, nachdem das doch geglückt ist und wir dort auch Fahrt aufgenommen haben im Integrationsbereich, nachdem dort auch die ersten Erfolge gekommen sind, ist es irgendwann leichter und leichter geworden. Und die Währung in der Politik ist im Normalfall schon die Frage, wie kommt man an, wie sehr wird man auch von den Wählerinnen und Wählern geschätzt. Und nachdem ich bei der letzten Wahl ein sehr gutes Vorzugsstimmenergebnis gehabt habe, bei der letzten Nationalratswahl, war dann eigentlich der Einstieg ins Außenministerium trotz des jungen Alters eigentlich gar nicht so herausfordernd, wie der Start im Integrationsstaatssekretariat. Es gab da eigentlich von Anfang an eine sehr tolle Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses und die mediale Skepsis war zwar da, aber in einem wesentlich freundlicheren Ausmaß als damals im Staatssekretariat, als zum Beispiel der Standard bei meiner Nominierung geschrieben hat, dass das Verarsche sei, dass ein 24-jähriger Staatssekretär für Integration wird. Aber dass man das schafft, dass das Standard Verarsche schreibt, ist ja auch schon mal mit Respekt zu behandeln. Sebastian, ich bleibe gleich bei dir, weil Alter das Thema gerade war. Generationen. Wie arbeiten verschiedene Generationen da zusammen? Wenn wir das Thema gerade hatten, jüngster Minister aller Zeiten. Welche persönlichen Erfahrungen hast du gemacht mit der Zusammenarbeit verschiedener Generationen, wenn es heute erstmals in der Geschichte der Fall ist, dass vier Generationen parallel miteinander sogar arbeiten? Oder bis zu vier Generationen? Also bei uns funktioniert es eigentlich insofern sehr gut, weil wir uns bewusst sind, dass die Erfahrung, die die unterschiedlichen Generationen mitbringen und vor allem auch der unterschiedliche Blickwinkel, der dadurch in ein Team kommt, dass das ein großer Vorteil ist. Und insofern profitiere ich eigentlich sehr davon, dass ich nicht nur mit den Personen, die ich auch mitgebracht habe ins Ministerium, in vielen Bereichen ein bisschen einen anderen Blickwinkel und Zugang einbringe, sondern ich profitiere mindestens genauso davon, dass es hier sehr erfahrene Diplomaten gibt, die nicht nur viel Fachwissen haben, sondern viele Situationen schlicht und ergreifend schon einmal erlebt haben. Also ich glaube, ein gesunder Mix ist meistens etwas Positives. Wichtig ist, dass es trotzdem so etwas wie einen gemeinsamen Teamgeist, ein gemeinsames Arbeitsgefühl und auch Bewusstsein für die Sache gibt, aber ich habe schon oft erleben dürfen, dass das keine Frage des Alters, sondern eher eine Frage der inneren Einstellung ist. Unterschreiben Sie das, Frau Simacek? Ja, absolut, d'accord, da bin ich voll dabei. Ich denke, es macht die Vielfalt aus in einem Unternehmen und der Mix.
junge Menschen, die ins Unternehmen kommen, Lehrlinge, die einen Berufsstart haben, die dann gut aufgenommen werden von Mitarbeiterinnen, die schon länger dabei sind, die wir dann auch als Mentoren zur Seite stellen, um quasi mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Sicht zur Unternehmung und so Tipps und Tricks beibringen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und die gegenseitige Erfahrung und der Wissenstransfer ist für alle Beteiligten eine wunderbare Sache. Wir hatten gerade wieder eine Rückkopplung, aber es geht jetzt wieder. da kommt auch gleich eine Frage, nämlich, die auf Sie, Frau Simacek, hinausgeht. Sie sind ja in einer außergewöhnlichen Position in Österreich, wobei Österreich betont wird, nämlich als Frau, als Geschäftsführerin eines großen Unternehmens, auch eines Familienbetriebs. Gab es Schwierigkeiten? Ich glaube, die Frage ist eher nicht auf Familienbetrieb, sondern aus weibliche Führungsposition bezogen? Also bei mir muss ich sagen, eigentlich nicht, weil ich wollte ja, seit ich klein war, in die Firma kommen. Wir sind ein Familienbetrieb, meine Eltern haben das vorgelebt, meine Großeltern. Wie bei vielen Familienbetrieben haben wir zu Hause sehr oft da über die Firma gesprochen. Das war so ein gleitender Übergang. Und auch während meiner Schulzeit, wie ich noch in die Handelsakademie gegangen bin, die damals im ersten Bezirk war und unser Büro im zweiten Bezirk, bin ich nach der Schule schon immer in die Firma gefahren. Und ich habe dann eigentlich die Mitarbeiter im Angestelltenbereich schon alles sehr gut gekannt. Das war eine sehr freundschaftliche Beziehung und dann irgendwann kam es einmal, dass ich nach dem Studium wirklich angetreten habe in der Praxis. Und dann habe ich nebenbei von der Pike auf gelernt, würde ich sagen. Eben wir sind in der Reinigung ja ein Meisterberuf, also habe ich die Meisterprüfung, also Gesellen- und die Meisterprüfung für die Denkmalfassaden- und Gebäudereinigung gemacht. Schädlingsbekämpfung ist auch ein Teilbereich bei uns in der Firma, also habe ich die Meisterprüfung in der Schädlingsbekämpfung gemacht. Also das sind ja alles eher Berufe, die nicht so alltäglich sind. Aber ich glaube, dass da die Mitarbeiterinnen schon gesehen haben, aha, es ist mir ernst. Und ich habe dann gewusst, wie die Dinge laufen, eben auch ganz an der Basis. Und ich denke, es ist eine Sache der Kompetenz. Die Kompetenz, egal ob Mann oder Frau, die man sich erarbeitet, um sich einfach auszukennen, dass einem keiner ein A für ein U vormachen kann. Und das hat mir sehr stark dabei geholfen. Eigentlich habe ich keine Probleme gehabt. Und lassen wir das eigentlich weg und dann gab es überhaupt nie Probleme. Es gibt immer irgendwelche, also das wäre ja schön, wenn man sagt, es gibt nie Probleme. Aber die Probleme waren einfach Herausforderungen, denen habe ich mich gestellt und wenn ich was nicht gewusst habe, habe ich gefragt. Und insofern habe ich mich langsam eingearbeitet in die Materie. Und ich denke, dass wenn das Team, Mitarbeiter das sehen und sehen, dass man es ernst meint, dass sich die Kompetenz, dass das und der Respekt, das ist dann keine Frage, sondern es ist einfach eine Frage des guten Zusammenarbeitens. Und das war eine sehr spannende Geschichte, die auch großen Spaß gemacht hat damals. Sebastian, kann man da Parallelen ziehen? Du bist ja seit über 10 Jahren, glaube ich, schon bei der jungen ÖVP und hast dich sehr früh schon engagiert. Ich nehme an, da gibt es schon Parallelen, dass dir das für die heutige Position doch einiges mit auf den Weg gegeben hat, oder? Ja, na sicher. Ich glaube, es ist immer gut in der Politik, insbesondere auch in einer Regierung, Personen zu haben, die von außen kommen, die aus den unterschiedlichsten Branchen auch Erfahrung mitbringen. Aber davon abgesehen ist Politik natürlich auch ein Handwerk, das man kennen und lernen muss. Wie wird ein Gesetz gemacht? Wie lobbyiert man für eigene Themen, wie schafft man es, sich im Parlament durchzusetzen, wie schafft man es in einer Regierung, gewisse Themen zu verhandeln. Also es gibt natürlich viel an Handwerk, das zu lernen ist und da war sicherlich mein Vorteil, dass ich in der jungen ÖVP sehr früh begonnen habe und einfach vieles von dem, was man im politischen Tagesgeschäft braucht, in der Jugendorganisation habe erlernen dürfen. Und insofern war es für mich sicherlich der perfekte Einstieg, um mich mit vielen Themen auseinanderzusetzen, um auch Tiefe zu gewinnen, aber gleichzeitig auch um das Handwerkszeug zu lernen, das man in der täglichen Arbeit dann doch auch braucht. Eine abschließende Frage. Es gab doch einige Fragen mehr, aber die interessiert mich speziell, im Speziellen auch. Vorbildwirkung.
Diese Frage ist nämlich an beide gerichtet. Vorbildwirkung, nämlich weibliche Führungskraft, Vorbildwirkung junger Politiker in einer sehr hohen Position. Frau Simacek, wenn ich die Frage an Sie zuerst weiterreichen kann, inwiefern ist das für Sie, oder sehen Sie sich als Vorbild, dass Sie mit dem, was Sie machen, auch etwas bewirken können in der Gesellschaft? Also Vorbild. Also ich freue mich, wenn ich andere dazu inspirieren kann, besonders auch in der Unternehmung, etwas zu tun oder etwas zu tun, was sie immer gerne tun wollten. Also weibliche Führungskraft, das Stichwort, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Frauen in Führungspositionen bringen, auch im eigenen Unternehmen. Und gerade in der letzten Zeit haben wir da sehr viel bewegt. Wir sind mit der Personalabteilung laufend daran, Modelle zu finden, um Frauen, auch die Kinder haben, in Führungspositionen zu bringen, den Weg dahin zu ebnen. Da haben wir jetzt einige Modelle in letzter Zeit entwickelt. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Und da ist halt der Austausch zwischen mir als Person mit unseren Mitarbeiterinnen in der Angelegenheit sehr wichtig. Und ich denke schon, dass ich Ihnen mit meinen Erfahrungen da auch weiterhelfen kann. Und es auch zulasse, das Dinge möglich zu machen. Man kann eben auch von zu Hause aus arbeiten, man kann strategische Personalplanung machen mit den Mitarbeiterinnen, wie stellen sie sich den weiteren Karriereweg vor und kann hier eine Planung machen. Wie sieht es bei dir aus, Sebastian? Inwiefern glaubst du, dass das andere dann aufblicken und sagen, ja cool, warum soll ich auch nicht diesen Weg gehen? Ich glaube, man muss immer vorsichtig sein mit dem Thema Vorbild. Ich glaube, man kann von fast jeder Person etwas mitnehmen und es gibt bei jeder Person auch etwas, das man nicht kopieren sollte. Und genauso verhält sich es meistens mit Politikern. Was, glaube ich, schon gelungen ist, und das freut mich natürlich besonders, weil ich auch als Bundesobmann der jungen ÖVP ein Interesse daran habe, dass junge Menschen eine Chance haben, politische Funktionen zu übernehmen. Was eben gelungen ist, meiner Meinung nach, ist, dass heutzutage ältere Politiker dem Jüngeren schwerer väterlich auf die Schulter klopfen können und sagen können, warte noch ein paar Jahre, dann bist du ja alt genug, um dieses Amt zu übernehmen. Das ist ein Satz, den Junge, die sich politisch einbringen, sehr oft gehört haben, früher sicherlich auch nach wie vor relativ oft hören. Und es ist gut natürlich, wenn es junge Leute im Nationalrat, wenn es junge Leute in der Bundesregierung gibt, weil dann kann man leichter entgegnen, dass es genauso möglich sein muss, dass junge Leute in Landtagen, in Gemeinderäten und anderen Gremien vertreten sind, wo eben auch junge Interessen vertreten werden sollten. Wunderbar. Weil wir noch 2 Minuten Zeit haben und weil wir hier ein digitales Medium gerade verwenden zur Kommunikation, ist auch die Frage ganz passend, die mir hier weitergereicht worden ist. Online-Tools zur Kommunikation wahrscheinlich einerseits nach außen, aber auch intern. Frau Simacek, den Sebastian, den sehe ich in meinem Facebook-Profil jeden Tag, er ist viel unterwegs und es wird auch gepostet. Wie sieht es bei Ihnen aus? Einerseits als Privatperson, aber andererseits auch als Gesicht nach außen des Unternehmens. Also als Privatperson bin ich zwar in Facebook vertreten, nütze das aber aktiv eigentlich nicht oder fast gar nicht. Maximal um zu sehen, wo gerade meine Freunde sind und was sich so tut, weil ich leider sehr wenig Zeit habe, sie zu treffen. Also insofern fährt über Facebook doch recht viel, wo der ein oder andere ist. Und firmenmäßig sind wir natürlich mit unseren Unternehmungen auch in Facebook und nutzen die Social Medias, besonders auch im Personalsuchbereich und natürlich auch für unsere Marketingaktivitäten. Also ich denke, die neuen Medien sind sehr wichtig und werden noch eine größere Rolle spielen in der Zukunft. Wie sieht es bei dir aus, Sebastian? Ich kenne dich ja seit 2011, damals zusammen in Österreich. Bin ja auch Integrationsbotschafter und es ist ja eine neue Kampagne auch gestartet worden, stolz drauf, seit Montag glaube ich. Ihr verwendet das also doch sehr stark für die Kommunikation nach außen. Ist es bei dir privat auch so, dass du Online-Tools gerne verwendest? Ich nutze Facebook und Twitter als Politiker extrem stark, weil insbesondere Facebook für uns ein Tool ist, um direkt mit unzähligen, vor allem jungen Menschen
kommunizieren zu können, wesentlich direkter, als das oft möglich ist über Medien. Und auch wenn Personen uns mit Anliegen begegnen, dann tun das eigentlich mehr und mehr jetzt durchaus schon über Facebook auf einem sehr schnellen und unmittelbaren Kommunikationsweg. Also das erleichtert einfach unsere Arbeit und hilft uns auch, Personen zu erreichen, die wir sonst gar nicht oder zumindest nicht so direkt erreichen würden. Und privat bin ich vor allem ein SMS-Schreiber, aber nutze natürlich auch Facebook. Instagram? Nein. Wunderbar. Wir sind auch schon wieder am Ende angekommen. Das Thema Leadership heute war sehr stark mit Kommunikation auch verbunden, das Ganze. Ich glaube, das ist etwas, was Leadership auch ausmacht. Die Kommunikation untereinander mit seinen Mitarbeitern, mit den Kollegen, Kolleginnen. Ich bedanke mich herzlichst bei Ihnen, Frau Simacek, und bei dir, Sebastian, dass ihr daran teilgenommen habt. Ich glaube, es gab doch einige Fragen mehr. Die Zeit ist leider limitiert, aber wir werden vielleicht zu einem anderen Thema in Zukunft mal wieder zusammenkommen. Und wer weiß, ob es in diesem Format sein wird oder ob die Zukunft auch andere Formate bereithält. Auf jeden Fall vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke vielmals. Danke. Ciao.